Hey Leute, hier bin ich wieder, Georg, mit einem League of Legends Let's Play Aram. Diesmal habe ich eine Shyvana gezogen. Das feiere ich hart. Und ich habe mich schon mit meinem Team abgesprochen. Der Udyr geht AP, also Phoenix, Udyr. Ja, die beiden werden auch AP gehen, weil, ja, ich glaube, da muss man nicht viel mehr zu sagen. Und ja, Ashe wird auf jeden Fall AD gehen. Und ja, damit bin, also ich habe angeboten, Tank zu spielen. Udyr hätte es auch getan, aber ja, ich nehme die Position eigentlich ganz gerne ein. Und wir haben übelst Glück. Wir können einfach AD gehen. Zack. Da, Ninjas. Ninjatabi. Und patz, 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 patz. 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 Kann ich einfach schon mal sowas mitnehmen. Brauche ich bestimmt irgendwann. Für irgendwas. Ja, also, ja, okay, vielleicht hole ich mir ein offensives Item. Oder hier. Ja, mal sehen. Leute, ihr könnt da nicht ernsthaft jetzt schon so YOLO Engage. Na, okay, gut. Könnt ihr anscheinend doch. Stimmt, haha, ich kann es ganz simpel machen. W, Q, E. Und schon ist er rausgeflasht. Leute, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ganz ruhig. We got a new map. Get a new map. Hier ist Rutz Portal, ist bestimmt echt geil. Einfach jeder holt sich das. Oh Gott, das wäre ein echt geiles Team. Das würde so einen Fun machen. Zack, E. W. Und weg. Naja, irgendwie habe ich bisher noch nicht so den heftigen Damage eingesteckt. Zieh dich einfach zurück. Udyr. Ach, das war alles da. So holt man sich fast Blatt. Indem man einfach übelst nubig ist und einfach mit allen anderen zusammen auf denselben einkloppt. Aber so ist das halt. Wer hat Lugmana? Udyr? Udyr mit... Naja, klingt. Shit happens. So. Ah, ich kann schon meinen ersten Pot zünden. Da. Eh. Ja, come on, Twitchy Boy. Man muss ja wirklich mal gucken, ob seine E magischen oder normalen Schaden macht. Aber ich glaube, normalen. Davon abhängig ist es halt, ob ich überhaupt irgendwie mal Magic Resistance baue. Weil die ja sonst so ein heftiges AD-Team sind, dass es sich einfach überhaupt nicht lohnt, da in irgendeiner Form Magieresistenz aufzubauen. Und auch mit dem Graves kann man auch dann ganz gut einen Dornenpanzer reinhauen, weil der einfach dann super in das ganze Kit so reinpasst. Ja, dann tun die Auto-Attacks denen auch ordentlich weh, genauso wie, also denen fast so viel wie mir. Aber es ist lustig auf jeden Fall dann. Ja, schade, dass das mit Fiddle jeder nur noch einmal getroffen werden kann, glaube ich. War das nicht so? So, ja, das ist ein bisschen fies mit der Vision, aber hier ist sowieso nicht so extrem geil mit Vision, weil, ja, weil Baum. Nein, ja, hier ist einfach, man kann hier halt keine Wards setzen und es gibt jetzt auch nicht so viele Verstecke. Also da kann man schon mit rechnen, dass da das Team drin ist dann meistens. Komm, den hol ich mir. Na, hol ich mir nicht. Dann hier auf den Tank natürlich nicht drauf am besten. Dum, 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 dum. Ja, okay, gut, jetzt gehe ich doch auf den Tank, aber egal. Und raus, raus, hier. Gut, ich bin raus. Und noch ein Pot dazu.
Dann passt die ganze Sache. Ich schaffe es diesmal wahrscheinlich sogar einen vernünftigen, vernünftige KDA zu bekommen. Ja, die Morgana scheint ein bisschen AFK zu sein. Jetzt ist sie wieder da. Weil die da einfach so rumstand und der Thresh auf sie zugelaufen ist, mehr oder weniger. Und sie sich einfach nicht gerührt hat, dachte ich, läuft bei dir. Also, der Thresh könnte da jetzt nicht ganz einfach reinhucken und dich damit auf jeden Fall kriegen. Nein, das ist ja unlogisch, weil Baum. Und da kommen, den kriegen wir, aber ich weiß jetzt nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich flashe raus und hole mir den Healpoint. Und wir haben ihn nicht down gekriegt. Stirb und weg. Und damit ist meine Ultimate dort. Und ich habe direkt voll Fury. Muhaha. Ja, ich denke Rückzug. Ja. Oh Gott. Shit. Naja, egal. Ja, einfach. So, dann lass mal sehen. Physical. Oh, Alistair hat ein bisschen Magical gemacht, aber ich denke, der wird tanky gehen. Deshalb hole ich mir einfach weiter alle Items. Armor. Sonnenfeuer, denke ich. Oder ich will mir einfach direkt einen Dornenpanzer. Ich habe das Geld gerade dafür da. Ja, so dass ihre Auto-Attacks denen ordentlich wehtun werden. Hoffe ich. Und, oh mein Gott. Aber unser Start war eigentlich relativ gut und jetzt ist halt Kacke. Ja, wir können es natürlich jetzt, sind die alle so low, ganz ehrlich. Zack, Graves mal abgeschossen. Sniper! Oh Gott, ich stand außerhalb des Busches. Okay, gut, das war ein DC dann. Ah ja, so eine Entschuldigung oder so. Ja, okay, gut, klar. Dammit. Gut. Gut, nein, geht einfach weg von Mondo. Ich kann wahrscheinlich sogar relativ bald dann aufhören, Tanky zu gehen. Weil einfach wir fokussen den Tank, weil Baum natürlich. Come on, du stirbst aber jetzt. Und ich lebe noch, ich hab noch. Fuck. Stirb, komm, holt sie euch. Meine Güte. So, dann lassen wir sehen. 4%, naja, wenig übel. Physical. Und Alistair hat wieder ein bisschen Magical reingehauen. Und dann kann ich mir jetzt hier das holen und dann einfach übelst Physical Tanky gehen. So. Ich bin jetzt schon mit 234. Ja, das heißt, ja. Also lustig, wenn die Gegner nur so... Also natürlich, mit den Fähigkeiten machen sie auch schon, aber ich denke mal schon, ihr Hauptschadensoutput ist, ja. Ja, normaler Schaden, jetzt Auto-Attacks nicht wirklich, aber... Ja, Alistair ist X, wow, Dead Heavy, was war das? Ja, wir müssen irgendwie da zu Twitch durchkommen. Und Graves, die werden einfach als AD Carries so gute Opfer für mich sind. Wenn ich da an die rangekommen bin, dann ist es vorbei mit denen, ganz ehrlich. Weil sie erstmal durch, dass sie mich angreifen, Schaden nehmen. Und weil, wenn sie mich nicht angreifen, dann nehmen sie erst recht Schaden. Raus da, F, hier, geheilt und hier den noch eingesammelt. Der ist jetzt tot. Na, schade, hatte ich nicht den letzten.
Gut. Quadra is nice. Oh, geaced. Das war bitter. Ich hole mir dann gleich. Ja, doch mal ein bisschen. Ey, also so ein Rune King oder don't know. Aber wahrscheinlich. Würde ich das aus irgendeinem Grund dann zerschlagen. Cool, come on. Gut, oh, ich habe jetzt irgendwie 5 oder 6 Minions bekommen. Das war gut. Ja, und wie viel bringt das? 50% mehr. Hält sich ja dann in Grenzen, dafür dann irgendwie so, stimmt. Immerhin 1,5 pro Sekunde sind das anscheinend. Und weg. Ha! Aha. Come on, wie, jetzt ist es vorbei. Come on, da, oh Gott. Mann. Professionell. So. Physik, immer noch macht der so übelst Schaden. We can't be splitting our damage attention. Nein, okay, den jetzt markieren. Is someone just target? Kill it. Nein, ich hab den nicht marked. Das, Renduins. Ich kann ja auch schon mal Renduins vorbereiten. 287. Please all get an armor item. Dann, also wenn die alle Armor sich holen, dann ist das so, wenn wir das Game hier so einfach werden, ganz ehrlich. Dann müsste Alistar von denen auf Damage gehen und ein Damage Alistar, what the fuck. Hab ich wirklich, also beim Messen werden noch nie gesehen. W, Q und rauf da und da sind auf einmal ganz viele. Der geht auch komplett, ja, okay, unser Team ist dafür, wenn wir unsere Ash ganz, wenn unsere Ash gut steht, dann dürfte das auch akzeptabel werden, das Spiel. Weil, ja, naja, das ist halt schon dann krass, wenn wir einen AD Carry haben, wenigstens. Komm, es ist zwar der Tank, aber irgendeinen müssen wir fokussen. Den habe ich mir geholt. Okay, gut, das hätte jetzt auch nicht sein. Oh cool, wir können ihn ja chasen. Egal, Rückzug. Ash hat den bekommen. Alter, was haben die eigentlich so für Items? Also Graves? Natürlich, Damage. Oh, Thresh holt sich auf Schaden. Vor allen Dingen magischen. Das ist etwas schade. Aber... ja, Lifesteal ist natürlich... OP, Mann! Nein! F, D! Und raus da! Bams! Da! Middlestick, Fiddlestick, Urgently! Aber komm, den holen wir uns. Ja Leute, zieht euch zurück! Ich gehe da nicht rein, um zu sterben, also nicht nur. So. Nein! Nope. Aber ich habe ihn geslain. Ich habe ihn geendet. Leben! Ah, das ist geil! Aber... ich glaube, ich war mir eher zurück. So, hier mit der passiven... rip ich sie einfach alle. Ich rip sie alle. Ja, 306. Mittlerweile nehme ich noch ein Viertel von Auto-Text-Schaden.
Da hole ich mir noch das Item, da hätte ich dich leider noch mal um. Oh, um 25 nur noch. Glaube ich zumindest. Dafür noch mal um einiges an Leben. 500 Leben müsste ich dann nämlich noch dazu bekommen. Wirklich absolut dazu bekommen, weil ja hier noch gar nichts drauf ist. Den habe ich aber jetzt. Ganz ehrlich. Wie geil, die selber nicht checken, dass ich hinter ihnen stehe. Wie geil! Komm, und den hole ich mir jetzt. Ja, Twitch, kacke, wa? Ja, und weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Komm, Healpoint, gesnackt. Sehr beschenken. Oh Gott, Twitchy Boy. Naja, okay, gut, aber er hat so wenig Leben. Da kann er eigentlich nicht offensiv auf irgendjemanden gehen. Außer natürlich, er geht zu unserem Tower und lässt sich exakloppen. Das hätte ich eigentlich an der Stelle mal gemacht. Aber wahrscheinlich hat er noch nicht Geld, seiner Meinung nach, oder keine Ahnung, wie viel brauche ich eigentlich noch? Ja, okay, gut. Also ich muss auf 1800 kommen. Heißt noch ein Kill, oder ich warte noch ein bisschen, bis ich sterbe. Heißt es eigentlich nicht. Ja, okay, gut, natürlich mache ich mit der Ult auch ein bisschen Schaden, aber auf 300 plus, ja, magischen Dings. Aber das ist echt lustig dann, vielleicht Trinity oder. Ja, aber ich denke, irgendwas Damage-Output-mäßiges hole ich mir auf jeden Fall. Was hat die denn? Was hat unsere Ash denn? Scheiße, Spy. Oh Gott. Ash braucht. Ja, okay, gut. Nicht flamen, nicht flamen. Du schaffst das. Unser Team schafft das. Okay, gut, das war etwas spät, den Kampf verlassen. Ja, mit einem bin ich schon nicht tot. Ein Tower schießt auf mich, oh Gott, ich wurde executed. Naja, das kann man natürlich auch erstmal so stehen lassen. Und dann hole ich mir jetzt mal ein Damage-Item. All Items. Damage, weil ich einfach nur auf einen Schaden, weil ich einfach nur auf einen Defensivtyp gehen muss. Habe ich natürlich super predicted. Aber dadurch ich mir das so. Und schon mal mit Tiamat und oh Gott. Alter, Morgana! Morgana! Was war denn das? Wurde es geändert? Hast du dadurch dem Gegner noch mehr Kohle zugescheffelt? Naja, egal. Ich frage einfach mal, what was that? Das war jedenfalls kein Execute. Ein Execute anders geht. So, jetzt macht die hier oh, plus 12, na ja. Füllt die eigentlich auch meine Passive um 20% auf? Nö, natürlich nicht. Wahrscheinlich nur so die gängigsten. Ja, ich bin weg. Ich bin dann mal weg, die. Und immer vorsichtig spielen, keine unnötigen Kills geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, zack, hier hin. Und Damage, Damage, Damage. Oh! Nice, 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 nice.
Quatsch, dürfen wir den eigentlich bekommen? Sind aus dem Kampf rausgekickt hat, obwohl ich eine als Tank Lowlife bin. Ja, komm, run. What the fuck, ich stehe 9,5, ich stehe positiv. Come on, da. So. Zack, B. Ja, ich weiß, dass du da drin bist. Das ist geil. Das Spiel ist funny, ey. Wenn wir überhaupt keinen Schaden mehr machen. Also wirklich so gar keinen. So, oh Gott, ey. Um Vision zu holen, nutzt man eigentlich nicht so seine Ultimate. Außer vielleicht... Ach, Dingens. Ja, Dingens. Dingens macht das vielleicht nicht. Ja, ich warte kurz auf euch. Bevor ich da wieder... hingehe und ham gehe. I'm going ham. But you end up a salty salami. This is how we lose. Lulululus. This is how we lose. Na egal. Dann lass mal sehen. Physical. Alles macht physical damage, ey. Ganz ehrlich. Wenn er jetzt nicht gekillt worden wäre, wäre das deutlich besser gewesen. Ach, ich hab Hydra ja schon fertig. Dann... Ach komm! Lifesteal for the win. Oh Gott. Na egal. Ich defende das jetzt hier einfach alleine notfalls. Ja, Mist, ich hätte mir auch einfach noch darauf... Ja, wäre jetzt fertig gewesen, aber ich habe ja jetzt auch noch, halt her, ich mache auch noch Damage. Ich bin übelst tanky und mache übelst Damage. Nix, Urging Dean. Ach shit, ich hatte nicht genug. Ja, oh Gott, dann natürlich, wenn ich es abbrechen wollte, dann ist es nicht mehr abbrechbar. Vielleicht dann halt schon. Ja, ich habe irgendwie hier im Moment... Oh Gott. Ja, ich könnte auch mal meine Items benutzen. Wenn ich die auf die richtigen Plätze lege, auf 2 und 3. Ach stimmt, noch habe ich ja auch kein Dingens, aber das wird noch. Wenn ich das nächste Mal verrecke, dann passt das schon. Wow, fuck, es ist schnell. Okay, gut, das war jetzt auch etwas sehr überraschend, dieses Tempo. Also jetzt so extrem schnell wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das Spiel ist mal schön ausgewogen. Es macht ganz ehrlich übelst Spaß, weil ich einfach mal ehrlich gesagt vor weniger Schaden von Turrets als, glaube ich, von Thresh oder so nehme, weil die Türme einfach physischen Schaden machen und der geht mir am Gesäß vorbei. Und ich weiß, dass da jemand drin ist. Oh, da ist niemand drin. Ja, okay, gut. Alistar ist für die sehr praktisch, weil er mich da einfach wegwerfen kann. So, das war's dann mit dem auf jeden Fall. Da ist Twitch. Ich kann mich healen, ich kann die 2 benutzen, ich kann die 3 benutzen. Jetzt nicht mehr. Also ich brauche jetzt 1800. Ich habe auch, denke ich mal, ich warte auf jeden Fall darauf.
Weil das doch ein ziemlicher Unterschied dann ist. Aus erhöht um 25, das heißt, ich bin gleich bei nur noch. Also, lass mal sehen. Physik. Ey, das ist so krass. Es ist einfach immer noch 50. Oh Gott. So, dann hole ich mir. Doch, dann hole ich mir die Leben erst. Weil mir aufgefallen ist, dass ich zwar übelst tank, also so, ja genau, ich habe jetzt auch, jetzt habe ich auch noch übelst einen Schwung an Leben dazu bekommen. Das ist nämlich das richtig übelst geile. Also ich könnte da, denke ich, jetzt auch die Tower alleine rippen, weil ich ganz einfach keinen Schaden von denen nehme. Und sie mir auch keinen, oh. Also ich ihnen dafür aber welchen zufüge, weil ich einfach mittlerweile doch es geschafft habe, eine gewisse Menge da zusammenzubekommen. An Schaden. Gut, und drauf da. Ui! Juhu, wo ist mein Team? Gott der Fuck, ey! Sieben. Ist load. Da, verreckt alle. Verreckt als. Summer. Ne, es war... OMG, das Spiel ist übelst nice. Und ich hoffe, also ich denke auch, also ich hoffe, es macht auch beim Zuschauen Spaß. Aber also mir macht jetzt beim Spielen so einen übelst heftigen Fun. Also selten, also wirklich selten so ein gutes Aram gehabt, was so einen Spaß auch gemacht hat. Und ups, ach ja, okay, gut, ich muss jetzt nicht den Tower tanken. Ah shit, ich hätte noch meine 2 reinhauen können, aber das hätte auch nicht gereicht. Ja. Gut. Ja. Dann brauche ich hier nochmal was, um noch ein bisschen hier... Grinch 10% to... Ja doch, komm. Ausnahmsweise habe ich mir meinen Captain. Ich glaube, ihn noch so gut wie nie gemacht. Aber in diesem Spiel... Es ist wirklich, ich meine, ja, es ist selten, dass ich das benutze, also jetzt ist es das erste Mal halt. Aber ich denke, es ist sogar wirklich sinnvoll, weil Udi eigentlich immer an dem Ziel, an den Zielen dran ist. Ja, mein Teamkameraden bekommen dadurch Movement Speed, das ist gut. Ja, wir verteidigen den hier natürlich. Und hallo, ihr bekommt alle. Alle, die sich auf mich zubewegen, bekommen Movement Speed, und wenn ich an den Gegner herangehe, ist das schon sinnvoll. Ja, das Blöde ist nur, dass sie jetzt auch irgendwie langsam so tanky sind. So, komm, der verreckt. Der musste jetzt einfach sterben, also beim besten Willen. What do you do when the crow storms out? Fiddle. Ja, komm, hier. Ich bin auf dem Weg, ich tank uns die Tower weg. Und rein da. No damage. Wie es Fun macht einfach. Oh Gott. The Towers. Nein. Das hätte ich auch gar nicht mehr geschafft, das fertig einzutippen. Ja Leute, aber es hat, war mal wieder ein richtig geiles Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, freut mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Let's Play Aha.